So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Ja, 2 Tage ist es her. Das hat den Grund, das hatte ich schon mal in Assassin's Creed erwähnt. Ja, dass ja, es Sachen gibt, die Wesen. Dass es Sachen gibt, ja. Es gibt mehr Menschen, die natürlich wesentlich wichtiger sind als das Let's Play. Daher, Skyrim ist auch für 2 Tage ausgefallen. Wir machen jetzt direkt weiter. Wir waren ja hier in der Mine stehen geblieben, beziehungsweise in unserem Gefängnis auf Lebenszeit. Und hatten dem guten Typen hier unser Messer gegeben. Wodurch wir jetzt hier lang Ihr dürfen. wurde zum Graben verurteilt. Also grabt. Grab doch selber. So, und wir dürfen jetzt hier mit dem Anführer sprechen. Ich überlege gerade nochmal, wie der heißt. Mardanach, genau. Schlüssel erforderlich. Okay, hier sitzt der Gute. Wir reden mal mit ihm. Ah, seht euch nur an. Die Nord haben aus euch eine Bestie gemacht. Wilde Bestie, die eingesperrt wird, bis der Wahnsinn von ihr Besitz ergreift. Nein. Ah, seht doch. Kennen wir Also, schon. werter Bestienkollege, was wollt ihr? Informationen über die Abgeschworenen? Rache für den Versuch, euch umbringen zu lassen? Ich möchte meine Freiheit zurückhaben. Ihr müsst euch für vieles verantworten. Hier kommt eure Rache. Ja, für vieles verantworten. Wirklich? Und was ist mit euch? Welches Recht hattet ihr, euch in meine Angelegenheiten einzumischen? Meine Leute zu töten? War sie es wert? Eure Wahrheit? Ihr gehört jetzt zu uns. Seht ihr das denn nicht? Ein Sklave, den Stiefel der Nord im Nacken. Wenn euch das klar ist, könnte ich euch vielleicht helfen. Verstanden? Wie? Ich brauche und will eure Hilfe nicht. Ja, fragen wir mal. In diesen Minen gibt es einen Mann namens Brake. Neben mir ist er am längsten hier. Sagt ihm, ich schickte euch. Fragt ihn, warum er hier ist. Ich möchte, dass ihr erfahrt, wie sehr Markarth von Ungerechtigkeit durchzogen ist. Höre dir Breaks Geschichte an. Okay. Ich habe eine Frage zu den Abgeschworenen. Das war unser Land. Wir waren zuerst hier. Dann kamen die Nord und legten uns in Ketten. Verboten uns, unsere Götter zu verehren. Einige von uns weigerten sich, sich zu beugen. Wir wussten, dass uns die alten Wege wieder zu unserem eigenen Königreich führen konnten. Das sind wir, die Abgeschworenen, Verbrecher im eigenen Land. Und wir werden in Reach ein Blutvergießen anrichten, bis wir frei sind. Gut, das kann auch nicht die Lösung sein. Ich möchte mehr über Tona erfahren. Ich hatte Markarth bereits. Meine Männer und ich hatten die Nord vertrieben. Der Sieg war unser. Das dachten wir jedenfalls. Die Vergeltung folgte auf dem Fuße. Ich wurde gefangen genommen, rasch vor Gericht gebracht und zum Tode verurteilt. Aber meine Hinrichtung fand nie statt. Tona Silberblut hielt sie auf. Er wollte die Abgeschworenen unter seinem Befehl haben, wollte, dass ich ihre Wut gegen seine Feinde lenke und seine Verbündeten verschone. Und das habe ich getan. Das war zuerst demütigend, aber ich wusste, dass er schließlich in seiner Wachsamkeit nachlassen würde. Dass er darauf vertrauen würde, mich unter Kontrolle zu haben. Ja, im Nachhinein wurde ja seine Frau getötet. Das heißt, er hat Mardanach hat die Frau von Tona töten lassen. Denkt daran, es waren die Nord, die euch eingesperrt haben. Ja. Gut, hören wir uns seine Geschichte mal an. Greift in meiner Gegenwart nicht nach einer Klinge, sonst werden wir es beide bereuen. Okay. Was wollt ihr? Ich muss weitergraben. Wie lange seid ihr schon hier? Lange genug. Mardanach hat mich gebeten, euch anzuhören. Meine Geschichte? Jeder in der Sidna-Mine hat eine Geschichte zu erzählen. Erzählt zuerst eure. Wann habt ihr zum ersten Mal Ketten um eure Handgelenke gespürt? In Helgen, dort wurde ich zum Henker geschickt. Jung. Ich war immer schon dafür bekannt, in Schwierigkeiten zu geraten. Das geht euch nichts an. Ja, ein Helgen, sagen wir mal die Wahrheit. Dann wisst ihr ja, was es bedeutet, sein Leben in fremden Händen zu wissen. Was gibt ihnen das Recht, darüber zu entscheiden? Steht ein Urteil nicht allein den Göttern zu? Habt ihr Familie? Jemanden, der draußen auf euch wartet? Ja, aber sie sind weit von Himmelsrand entfernt. Ich habe Freunde. Sie sind die einzige Familie, die ich brauche, darum möchte ich. Ja, wir haben Freunde, Lydia und Aela, denke ich mal auch, und
Ah, wie sie alle heißen, von den Gefährten und von der Diebesgilde haben wir auch noch Brynjolf und wie sie alle heißen. Ich hatte einst eine Tochter. Sie hätte dieses Jahr ihren 23. Geburtstag gefeiert. Mit einem hitzköpfigen Silberarbeiter verheiratet. Vielleicht auch alleinstehend und dabei die Kräuterkunde zu lernen. Den Nord war egal, wer sich am Aufstand der Abgeschworenen beteiligt hatte und wer nicht. Ich hatte einmal mit Madanach gesprochen. Das reichte schon. Aber meine kleine Aethra wollte nicht, dass ihr Papa fortging. Sie bat den Jarl stattdessen, sie mitzunehmen. Und nachdem sie mich zusehen ließen, wie ihr Kopf vom Richtblock rollte, warfen sie mich trotzdem hier rein und ließen mich ihr Silber ausgraben. Okay. Tut mir schrecklich leid, was euch passiert ist. Meint ihr, eure Geschichte rechtfertigt die Morde, die die Abschworenen verübt haben? Ja, nee, die Morde von den... Nee, können wir einfach mal sagen. Wir sagen das einfach mal. Ich meine, die sind genauso Mörder. Ich bin nicht Madana. Ich war nie Anführer der Abgeschworenen. Der einzige Ärger, den ich rechtfertigen kann, ist mein eigener. Aber jede Familie in Reach hat eine ähnliche Geschichte zu erzählen wie ich. In diesem Kampf gibt es keine harmlosen Zuschauer. Nur Schuldige und Tote. Ja, tut uns schrecklich leid, was passiert ist. Euer Mitleid sollte eher meiner Tochter gelten. Ich bin nichts als ein armer Abgeschworener und bedauere nur, dass ich nicht mehr Nord getötet habe, bevor sie mich erwischt haben. Gut, dann müsste man ihn eigentlich genauso töten. Ende. Gut, dann hat er ist ja im Nachhinein auch nicht besser. Das ist nämlich wieder die Sache. Das ist dieses, ja, ich weiß nicht, Schlüssel-Schloss-Prinzip ist vielleicht schlechter Vergleich, aber er ist im Nachhinein auch verurteilt. Also klar. Er wurde im Nachhinein ja auch dazu gebracht. Er ist jetzt auch nicht besser. Was unterscheidet ihn jetzt noch von den Abgeschworenen? Also er ist ja ein Abgeschworener. Ich meine von den Nords. Die Nords haben ungerecht getötet und er tut es ihnen jetzt gleich. Das ist auch nicht die Lösung. So, wir reden wieder mit Mardanach nach. Erinnert ihr euch noch an die Sonne? Denn ihr werdet sie vergessen. Schon bald. Ich habe mit Brake gesprochen. Brake. Ach, stellt euch vor, eine solche Geschichte zu hören. Wieder und wieder. Jedes Mal eine andere Familie. Jedes Mal eine neue Ungerechtigkeit. Euer Einmischen an der Oberfläche hat mich daran erinnert, wie fern ich dem ganzen Kampf gewesen bin. Meine Leute und ich sollten in den Bergen sein und kämpfen. Helft ihr mir also bei der Flucht? Verschont mich mit eurem Geschwätz. Ja, hilft ihr uns bei der Flucht? Ja, aber ich brauche von euch einen Beweis eurer Loyalität. Ich brauche keine Klinge im Rücken, wenn wir ausbrechen. Habt ihr Griswar, den Unglücklichen, schon kennengelernt? Er trägt seinen Namen zurecht. Und außerdem ist er ein Dieb und Informant. Er hat seinen geringen Nutzen überlebt. Kümmert euch um ihn und dann können wir die Sidna-Mine ein für alle Mal verlassen. Töte Griswar den Unglücklichen. Okay, ohne Messer kann ich Griswar nicht töten. Ah, hat Borkul euch eure abgenommen, als ihr hereinkamt? Auch gut. Nehmt die hier. Okay. Unsere Rache wird kommen. Ich bin immer noch kein abgeschworener Mardanach. Du kannst es ganz schön vergessen. Messer. Als ich erwischt wurde, habe ich meine Tochter Urheide zurückgelassen. Ja, blöd gelaufen. So, wir speichern mal eben. Ich überlege gerade, ist das der richtige Weg, den zu töten, oder müsste man Mardanach nachtöten? Ich überlege ja gerade wirklich, ich bin ja eigentlich gegen die Abgeschworenen, und wenn ich den jetzt töte, flüchten wir ja mit Mardanach nach. Ich möchte nicht, dass Mardanach nach überlebt. Im besten Willen nicht. Der Jarl hat entschieden, dass ich ein zu großes Problem bin. Hat mich einfach mit den Abgeschworenen hier eingesperrt. Ich habe mich einmal zu oft schnappen lassen. Jetzt sitze ich lebend. Nee, Leute, allen Ernstes jetzt. Ich versuch mal, ich töte mal Mardanach nach. Was denkt ihr, was ihr da macht? Ja, wir sehen, wir haben die Möglichkeit. Was tust du da?
So. Im Nachhinein bin ich hier gegen die Abgeschworenen, sprich gegen Mardanach. Mardanachs Notiz, Schlüssel von Mardanachs. Guma. Dreckszeug. Messer. Mardanachs Notiz, die möchte ich jetzt gerne mal lesen. Ich hatte euch... Bitte geh weg, weißer Text. Ich hatte euch allen versprochen, dass wir zusammen aus der Sitna-Mine fliehen würden. Und ich habe einen Weg gefunden. Wenn ich sterbe, ehe ich ihn euch zeigen kann, dann durchsucht die Zellen in der Nähe meines Raumes. Benutzt meinen Schlüssel. Es gibt dort einen Tunnel, der in die Stadt führt, den ihr nehmen könnt. Mardanach. Ich würde mich interessieren, sind die Leute jetzt eigentlich gegen uns? Boah, cool. Sind alle gegen uns. Leute, Leute. Ruinen, Markert Ruinen, rein da. Ich hoffe nur, dass sie jetzt nicht nachteleportieren, dann haben wir ein Problem. Gut, wie gesagt, ich bin gegen die Abgeschworenen, deshalb musste aus dieser Tatsache heraus, musste ich halt gegen Mardanach sein, das ist ja logisch. Wir haben jetzt den Anführer der Abgeschworenen, den König der Abgeschworenen getötet. Wehe. Gut. Speichern wir hier an dieser Stelle.